Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Heute Abend wird es spannend, denn wir werden heute Abend an einer Tempelzeremonie teilnehmen, eine Geburtstagszeremonie. Das ist wohl eine größere Veranstaltung heute hier und deshalb haben wir uns ja auch extra die Sarongs gekauft, die du vom letzten oder vorletzten Video kennst. Ich bin hier auch schon angezogen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Nee, sieht man nicht. Ich zeige es euch gleich im Spiegel, wie das ausschaut. Ich habe mir da auch Hilfe genommen von einer Balinesin hier, weil dieser Rock auf eine gewisse Art und Weise oder dieser Stoff einfach auf eine gewisse Art und Weise um den Körper gewickelt wird. Was dann auch wichtig ist, dass man eine Bauchbinde tragen muss. Und ja, ich stehe jetzt hier noch so kurzärmelig. Also ich werde noch ein weißes Westchen drüber anziehen, also die Ärmel müssen auch bedeckt sein. Und jo, dann kann es losgehen und ich nehme euch mit. Ich hoffe, es ist so viel Licht dort in diesem Tempel, dass die Kamera das im Hinblick auf ja, Nachtaufnahme mitmacht, dass ich euch da eben auch so ein paar Eindrücke schenken kann. Denn ich habe gefragt, Bilder dürfen wir machen, es darf auch gefilmt werden. Und ja, ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich zeige euch jetzt gleich noch mein Outfit im Spiegel, das ist einfacher. Und dann wünsche ich euch viel Freude bei der Tempelzeremonie. So schaut das jetzt aus. Ich stehe jetzt vor dem Spiegel. Also die Bluse, die muss über dem Sarong liegen. Hier hinten ist so dieses Muster von meinem Sarong. Das ist wie so ein V. Und das muss dann da drüber liegen und hier ist eben auch diese Bauchbinde, ist auch in weiß, gleiche Farbe wie die Bluse eben hat. Und dann kommt eben noch das langärmelige Jäckchen drauf. Und dann kann es losgehen. Ach, was wir auch bekommen, sind Opfergaben, hat man uns hier im Hotel vorbereitet. Wir haben auch einen Guide, der mit uns geht, damit wir da nicht so ganz verloren sind und wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und werden dann auch ja, unsere Opfergabe darbringen. Thank you.
Was dann?